Gibt es in Südafrika einen neuen Präsidenten? Genau das werde ich euch jetzt beantworten. Am 29.05.2024 haben hier in Südafrika die Wahlen stattgefunden. Das ist jetzt mittlerweile über 2,5 Wochen her. Das Ergebnis war eigentlich wie vorausgesagt, dass der ANC an Wählerstimmen verloren hat. So ist er von 57,5% 2019 bei der letzten Wahl auf nur 40,18% Stimmenanteile gekommen. DDA, Democratic Alliance, das ist die liberale Partei hier in Südafrika, hat leider nur 1% im Gegensatz zu den letzten Wahlen 2019 hinzugewinnen können, von 20,7% auf 21,8%. Die Partei von Julius Malema, die EFF, hat leichte Verluste hinnehmen können und ist somit die viertstärkste Partei hier in Südafrika. Die MK-Partei, das ist die Partei von Jacob Zuma, dem ehemaligen Präsidenten Südafrikas, auf Anhieb 14,5% erzielen können. Das ist schon ein echt gutes Ergebnis dafür, dass die Partei gerade erst gegründet wurde. Der ehemalige Präsident Jacob Zuma wurde angeklagt und auch verurteilt aufgrund von Korruption und Bestechung. Er wurde daraufhin vom ANC ausgeschlossen und hat als Rache eben seine eigene Partei gegründet. Wenn man sich jetzt nun die ganzen Zahlen anguckt, dann ist jetzt seit 30 Jahren das erste Mal der Fall, dass der ANC nicht alleine in Südafrika regieren kann. Bei den Wahlprognosen war es immer der Fall, dass der ANC erhebliche Stimmverluste hinnehmen musste, aufgrund der schlechten Arbeit, die der ANC leistet. Wenn ich mir das Wahlergebnis anschaue, dann behaupte ich einfach, dass viele Anhänger vom ANC rüber in die neu gegründete Partei MK gewechselt sind. Addiert man diese beiden Summen zusammen, das heißt von der MK und vom ANC, dann sind die ungefähr die Ergebnisse vom Vorjahr vom ANC erreicht. Es wäre etwas anderes, wenn der DA oder der EFF einen größeren prozentualen Anteil bekommen hätte. Erst dann könnte man wirklich sagen, dass die Südafrikaner zu einem Wechsel in der Politik bereit sind. Dadurch, dass der ANC keine Mehrheit mehr im Parlament bekommen hat, ist es das erste Mal seit 30 Jahren so, dass sie eine Koalition eingehen müssen. Es wurde in den letzten 2,5 Wochen verhandelt und spekuliert. Jetzt steht es fest, der ANC wird eine Koalition mit dem DA und der kleineren Partei IFP eingehen. Die Koalition hat natürlich auch den neuen Präsidenten gewählt. Und mit 283 von 339 Stimmen wurde der 71-jährige Cyril Ramaphosa zum neuen Präsidenten Südafrikas gewählt. Das ist somit der alte und gleichzeitig neue Präsident. Wie die Koalitionsverhandlungen ausgegangen sind, das kann ich im Moment noch nicht beurteilen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das war es jetzt mal mit der Politik hier aus Südafrika. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, euer Olaf.